jetzt weißt es. So, jetzt bin ich in dem Dorf namens Salzburg. Wer kennt's nicht, das schöne Salzburg? Das Dorf. Ja, das Dorf. Salzburg. Hey, oh, hier ist ein... Was, ernsthaft? In all die Symbolen drunter steht Hoffer. Ja, die dürfen ja keine Namen verwenden anscheinend, ne? Aber eine Aral-Tankstelle hinbauen hier. Dafür war noch Geld über, ne? Vielleicht hat er mal bei Aral gearbeitet oder tut Klo, das wir noch. Müssen mal ein bisschen weiter nach links. Ja. Das wird zu viele Indianer stehen. Ist das als Brunnen oder ist das... Ne, das hätte ich jetzt sehr Brunnen. Otto, wann bist du ungefähr morgen bzw. nachher wieder online? Wisst schon nicht. Nachmittag würde ich mal jetzt behaupten wollen. Weil ich muss nachher noch tätowieren. Was musst du? Tätowieren? Ich muss nachher meine Frau noch tätowieren. Quatsch machen. Ach. Früher nannte man das Brandmarken, aber. Ich hätte gesagt Poppen, ich weiß es nicht. Nö. Aber Brandmarken macht man doch aus nur bei Rindviechern. Also bin ich raus zum Decken. Für wen ist seine Frau ein richtiges Rindvieh? Oh, das ist ein aber dann auch sagen, eine Nymphomanin ist ein Witz dagegen. Also ich habe hier einen Brunnen gefunden. Okay. Wo bist du? Am Bahnhof. Bahnhof? Wo ist der? Raiffeisen hinterher. Was, bei Raiffeisen? Nee, unten bei... An der Metzgerei. Bin ich in der Stadt, jetzt mich wieder runterfahren. Oh. Wieso bei der Metzgerei? Da ist doch, Metzgerei bist du doch gerade, Hidan. Nein, ich bin bei der Reifeisen da oben. Ja, da ist doch eine Metzgerei. Bei Feld 5. Er hat doch gerade unten beim Bahnhof gesagt. Ich dachte Metzgerei. Direkt am Bahnhof ist eine Metzgerei bei mir. Warte, jetzt gebe ich mich da runter. Du hast zwei Metzgereien. Einmal, wo die Schweine abliefst und eine so. Ah. Da bin ich bei der, wo man so ist. Ich weiß, das ist der Bahnhof, meinst du jetzt? Ich verstehe nur noch Bahnhof. Am Bahnhof, wo der den Zug steht, der Triebwagen, der Dieseltriebwagen steht hier am Bahnhof. Ich meine, wo Bahnhof auf der Karte auch steht, den Bahnhof, meinst du jetzt? Wo die Schienen zu Ende sind. Sag mal, hast du irgendwas mit Bahntechnik irgendwie was zu tun? Bahnhof SPG Murzk. Weil du Triebwagen sagst, das sagen eigentlich nur die Leute, die was mit der Bahn zu tun haben. Das heißt nun mal Triebwagen. Das ist ein Triebwagen. Ja, das stimmt ja auch voll. Dieseltriebwagen. Aber Kater arbeitet doch bei der Bahn. Wenn du einen fragst, dann sagen die immer, das ist ein Zug. Ja, beide bei der Straßenbahn. Bei der Bahn. Wo soll jetzt hier was sein? Nee, die ist... Hä? Wo seid denn ihr auf der Karte? Ich bin auf meiner Karte. Ich bin hier auf uns rausgeflogen. Welches Feld bist du da? Oh, warte mal. Hier in der Nähe. Hey. Feld 5 ist in der Nähe. Feld 5, also doch im Dorf. Ja. Hab ich doch gesagt. Da ist Bahnhof im Dorf. Ich habe Bahnhof sonst den Bahnhof frei Feld. Auf der Karte als Bahnhof gezeichnet ist? Ja. Zwischen Raiffeisen und Metzgerei ist ein Bahnhof. Und Hofer ist ein Stückchen weiter rechts, also ein bisschen weiter im Dead, Osten. Dead Communication, ey, der Hammer. Wo soll jetzt hier ein Brunnen sein? Ja, wahrscheinlich meint er irgendein Gulli jetzt. Meinst du den komischen Stadtbrunnen da? Ja. Das ist doch nicht, wir reden von einem Wunschbrunnen, das ist so ein Ding mit Loch. Weißt du, was ein Wunschbrunnen ist? Ich hab noch nie in meinem Leben über die dämlichen Münzen gesucht. Entschuldige mal bitte. Du hast den Brunnen gesucht, ich dachte, der ist das. Kannst du mal ein Stück weiter rechts fahren, Otto? Naja, wobei, nee, bleib mal so erstmal noch. Da hinten ist, hinten kommt ein Stück, wo es wieder, sonst wieder ein Tick weiter nach links fahren. Deswegen bin ich auch so weit. Ja. Der kleine Trecker fährt wunderbar hier, die Britsche. Ich finde geil. Ja, müssen wir den wohl mal einbauen. Ja, Otto, bevor du dir schau dir mal an, soll, probieren mal aus. Tun solltest, was weiß ich, sollst du jetzt mal die anderen Fahrzeuge machen. Und schwimmen kann er auch, ich bin gerade im Dorfteich. Bei dem Angler. Schön. Smirnoff, was hast du eigentlich wieder hier gesehen auf das Feld? Mais. Okay. Mais? Ja, weil die BGA Mainz, da ist leer. Mais.
Wieso ist die Arsch wieder leer? Wir haben die auch von voll gemacht. Ja, aber das ist ja ruckzuck verbraucht. Bei wo kommt Kühner, das jetzt her? Meins, bei den Kühen haben wir ja auch nicht mehr da oben. Findet da Nemo. Ach ja. Hm. Aber wir haben doch hinten bei, wir haben doch bei den Kühen oben wieder aufgefüllt. Mit Silage. Da dürfte erstmal wieder genug sein, Silage jetzt. Das hat noch keiner abgedeckt. Ansonsten kann man ja auch so ein bisschen Körnermais mal ernten. Ja. Wieso haben wir eigentlich schon wieder so viel Geld? Hast du die BGA leer gefahren, ist mir noch? Nein. Achso. Das kommt alles nur durch die Fahrzeuge, die ihr vorhin alle verkauft habt. Achso. Oh, ups. Wie heißt die Karte, die wir spielen? Two Rivers. Ah, jetzt sucht er bei Kuckel, jetzt sucht er irgendwo einfach nach dem Brunnen. Kann mir einer sagen, wo der Wunschbrunnen ist? Ja, den habe ich rausgenommen. Ja, wenn es hochkommt, ja, ist es wirklich die, so. Ist die Frage, ob sie ihn überhaupt reingemacht haben. Jawohl, warum würden sie sonst Münzen noch hinklatschen? Ja. Na, einfach um zu trollen. Ich finde das cool, wie wir hier im Fluss langfahren können. Kein Trecker ersäuft. Ja, das nicht wie auf der original scheiß Map. Ich hab Trecker ersäuft. Ja, einmal lecken, ne? Klatsch im Wasser. Ja, das ist am einer der Gründe, warum ich diese Map genommen habe. Ach so. Ach so. Wenn du solche kleinen Kiddies drauf hast, die ganze Zeit die Fahrzeuge ins Wasser fahren, hast du hier den Vorteil, hier können sie es einfach nicht. Ja. Natürlich, man kann wunderschön hier am Fluss lang fahren. Ja, aber du kannst nur noch weiterfahren, nicht dass die Karre da drin versenkt ist und du nicht mehr einsteigen kannst. Und dann schreien sie wieder nach dem Admin, könnt ihr mal das Auto zurücksetzen? Ja, genau. es gibt im LS13, gibt es jetzt noch, wenn du das mal starten würdest, Server, Public Server, ohne Mods, ohne irgendwas, wo du die Standardfahrzeuge hast und die Standardfahrzeuge sind im Fluss versenkt. Alle. Ja, alle. Nee. Die holt keiner raus. Anfängerglück. Weil es keinen Admin dafür gibt, weil diese Server von Giants gestellt wurden. Ach, die kümmern sich absolut nicht drum. Nein, da gibt's keinen Admin für. Scheiße. Ach, was sind wir denn hier? Ach, das ist der andere Bahnhof hier, wo man das Zeug verkaufen kann. Da bin ich auf den einen Server, bin ich jeden Tag drauf gejoint. Jeden Tag lagen die Fahrzeuge immer gleich da. Flo, kannst du mal ein klein wenig links fahren? Ja. Ich muss ein bisschen weiter raus. Ja, mach ich. Alter, also wenn du real in so einem Rübenernter sitzt, musst du aber rein an die Waffe kriegen. Ich weiß auch nicht, warum die Dinger so klein sind. Ja. Sind doch wahrscheinlich wesentlich größere. Aber die haben sich wahrscheinlich für die größeren haben die sich keine Lizenzen geholt. Kann man Otto fragen. Otto, gibt's größere Rübenernter? Ja, ne? Was gibt's? Größere Rübenernter. Also Rübenerntemaschine. Ja, weitaus größer. Warum tut dann keiner welche Motten? Es stande vor ihm, da war alleine das kleine Hinterrad ca. 1,80. Oha, okay. Alter, das ist dann aber auch schon. Das war ein Gerät von Case. Okay. Na dann auf. Einmal Rüben, einmal für Kartoffeln, bitte. Und dann noch bitte Salat, Karotten, Erbsen. Wurzeln, Erdbeeren, Äpfel, Birnen, Schnaps. Hilft mir wirklich unter alles rein. Also Wein, das wundert mich, dass hier kein Wein mit dabei ist, gell? Also Weinbau wird in LS17 geben. Ich gebe hier einen Brief und Siegel drauf, dass da Weinbau geben wird. Denke ich auch mal. Da müssen wir ein paar andere Früchte reinbringen, original. Ja. Langweilig immer dasselbe. Weil in Österreich, wenn ich da über unsere Weinernte nachdenke, ja, das ist ja wirklich auch eine große Sauarbeit. Ja, glaube ich.
Birnenschnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer. Nicht wieder von Otto Walke singen. Ramazotti, Ratzeputz und eine Bulle rum. Jim Capari, Cromagnier, endest du das Schädel weh. Mit Docker und Maria Kron ins Delirium. Kürze Frau Melissen Geist oder wie der Stoß des Hells. König, was der Peter nimmt, berübst nicht, wir kotzen schon. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns auch spei übel, bringt den nächsten Kübel, oder was? Oder habe ich versungen? Nee. Nee, nee, das haut schon hin. Es war noch richtig. Ja. Ich konnte das nicht mal auswendig in vollem Tempo. Okay. Das ist auch nicht schwer. Ja, das kann ich auch. Ich glaube, das kann jeder. Mich hat irgendwann mal jemand gefragt, wie kann man nur ich so schnell singen? Ich kann das nicht, ich bin hier Algi, das geht nicht. Das ist Otto. Ja, 2O, 2T. Ja. Ja, ach, Otto, deswegen heißt Ominum, das ist wie Lagerregal. Kannst du vorne wie hinten genauso gleich lesen. Ja, und wie wird Lana, was heißt Lana rückwärts? Ah. Das ist Lagerregal. Ja. Was Lana? Lana rückwärts. Lagerregal. Lagerregal ist rückwärts genauso wie vorne, vorwärts, ja. Ja. Nee, Lana back, rückwärts. Jetzt hab ich wieder... Ah, ja, jetzt hab ich mir. Oh Gott! Ich hab zu viel PewDiePie geguckt. Warum, der hat das wohl gebracht oder was? Ja. Gott. Nein, der hat es nicht gebracht. Man kann ihm Fragen stellen, er beantwortet die dann halt. Und da hat einer gefragt, was heißt Lana rückwärts? Und dann meinte so, ha, fast hast du mich gehabt. Mensch, das passt hier sogar, ey. Ich hab noch 4% Füllvolumen hier. Ja, da können wir die paar Indianer, die ich da an der Ecke stehen lassen hab. Ja. Das ist aber auch ein Name, der verboten gehört, du. Was, Lana? Ja. Oder Anna? Lana. Achso, Lana, ja. Warum Anna? Weil Anna vorwärts und rückwärts genauso heißt. Ja und? Ich bin Nairolf. Was für ein Tier? Nairolf. Mein Name rückwärts. Ich finde meinen Namen rückwärts viel geiler. Cyborg. Was? Cyborg, Tobias. Das ist ja fast ein Saiyajin. Eindeutig so wie Yu-Gi-Oh! Ach, Yu-Gi-Oh! Sache. Dragon Ball. Dragon Ball. Ja. Oh, hups, Entschuldigung. Jetzt musst du ja nochmal drehen. Ja, das habe ich gerade mitbekommen. Ich wurde gerade gestoßen. Ja. Au! Sorry. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. Ja. Gehst du wieder an? Soll ich mein Schnellwerk gleich angeheben? So. So, die Bandianer noch. Gut, das war's. Ja, dann kann ich wegfahren. Sehr schön. Ja, an dieser Stelle wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, restlich verblieben. Danke, Carter. Du hast noch aufgenommen? Natürlich. Die ganze Zeit. Quatsch. Das Lieschen. Nein, alles gut. Ich bin schon schräg auf das DE gekommen. Ja, bist ausgestiegen direkt. Ja, ja. Wo stelle ich denn hier das Stückchen hier hin? Den Drescher? Ja. Am besten zurück zum Hof fahren. Ja, wird gemacht. Uah, scheiße, ich hab mich wieder am Baum gewickelt. Nee, nicht ganz. Warte, ich komm ja nachher. Warte. Alter Baumbumser. Ja. Kennt er ja nicht, ist er. Der ist er richtig eiskalt wie heißer Stein. Ja. Ja. Scheiße, jetzt rutsche ich den Berg runter hier. Boah. Ach nee, ey. Wieso wickel ich mich immer? Es sind auch mal dieselben Bäume, um die ich mich wickel. Also bis zum Hof! Du weißt gar nicht, wie weit das ist. Ja, dann lass ihn da oben. Meine Fahrer hat eigentlich schon jemand den, lass ihn da oben stehen erstmal. Aus dem Wald geholt. Welchen Baum aus dem Wald? Ich hab nicht Wald. Ja. Nee, aus dem Wald. Shit, ich hab... Oh, ich hab den Anhänger kaputt gemacht. Nee, doch nicht. Jetzt geht er wieder. Flo? Ja? Was war das, wenn wir dann gucken, was ich noch gepostet hatte? Warte, ich guck's mir eben an. Warte. Also so Gruppenschalter, das ihr postet habt. Ja, warte. Ich meine den Hänger. Was haben wir denn da Schönes für ein Bild? Moment.
Most animals Kacke. Look funnier when shaved, not beards, they become scariest thing you ever seen, ja. Das stimmt. Ja, Bären rasiert sehen wirklich schlimm aus. Auf der offiziellen. Ich fahr mal durchs Wasser hier. Wo hast du den Hänger jetzt hingestellt? Hat keiner gesehen. Da oben. Dass ich jetzt da nochmal probieren kann. Ach so. Ey, es kommt doch da unten bestimmt nicht über die kleine Brücke, oder? Mit dem Mähdrescher. Nee, ich glaube auch, dann setzen wir ihn nachher zurück einfach. Lass ihn da oben sonst stehen. Lass ihn liegen, lauf! Lass ihn liegen. Ich bin schon auf dem halben Weg. Ach so. Ich bin ja auch auf dem halben Weg hier. Irgendjemand ist hier hinter mir. Ja. Ich werd verfolgt, das sieht aus wie Flo. Ja. Ich kenne mich auf dieser Map gar nicht aus. Aber du bist ja schon am Hof jetzt. Mist. Ich hab mich schon wieder. Ich komme den Berg nicht hoch. Oh Gott, ey. Das kommt einfach, wenn man so ein Spiel aufnimmt. Ja, wie gesagt, vielen Dank, Kater, Smirnoff, Waldmeister, Otto. Den habe ich jemanden vergessen? Charlie, der schon nicht mehr da ist. Ach, Waldmeister, ja, stimmt, Charlie. Waldmeister, bei dir habe ich mich bedankt, ne? Ja, okay. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser, ja. Ja, war wieder eine sehr lustige Session, wie immer. Generell kann man sagen, wenn ihr Fragen habt, da unten in die Kommentare rein. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Ja, das sind wir alle. Ja, bei mir ist das Problem, ich hänge jetzt auf zwei Rädern. Warte, ich wollte mich gerade zwischen Hänger und Holzbein durchquetschen. Wieder ein Florian. Ja. Warte, ich bin gleich da. Ich gucke mir das gleich mal live an. Und denkt dran, schön kommentieren und so weiter, dass ihr den Flo gerne hier Springtanger sehen wollt. Ja. Definitiv mit den Antriebsrädern erstmal schön in der Höhe. Warte mal, ich schub sie mal von hinten ein bisschen an hier. Ja, sei mal so liebensgeburtig. Du musst aber mal was machen. Ja, warte. Das ist wie wenn du eine Fliege mich einstüpfst. Ich hab auch noch 54 Tonnen hinten dran. Das nächste Mal sagst du mir, dass ich gar nicht durch die Breite hier durchpasse. Warte. So. Diese Waldmeister fällt doch ganz genau. Passiert was? Oh, mit Hangover. Ja, der Hof ist nicht so ganz. Wir brauchen mal irgendwann so einen. Den größeren Case. Also den größeren. davon. Damit wir dann Schneidwerkswagen kaufen können. Der Hänger ist voll. Welcher Hänger ist voll? Turn off. So. Das Bandmaß ist voll! Was können die scheiß Norweger eigentlich? Habt ihr es gesehen? Nee, ne? Ja. Habt ihr das gepostet gehabt damals? Stimmt. Aber da kann ich es ja schon damals. War das Bild, guck, was ich jetzt noch gepostet hatte? Nee, muss der mal machen. Testen, ob das Internet dein Leben ruiniert hat. Moment. Ob was dein Leben ruiniert hat? Das Internet. So, auskippen, das Zeug hier. Ich doch. Moment. Warte. Ja, das kenne ich. Luck be in the air tonight, ja. So. Der Hänger ist leer, ich parke den Traktor hier nochmal. Wie gesagt, ja, Kommentare schreiben, wenn ihr wirklich 1000 Abonnenten-Special sehen wollt und so und ich nicht 16 Stunden am Stück streamen soll, sondern irgendwas anderes machen soll. Irgendwie so grüner Bikini, nee, pink war das, pinker Bikini. Pinker String. Was noch eine Alternative wäre ein Lapdance. Oh nee, Lapdance kann ich nicht. Nee, Tabledance reicht. Ja, das wäre dann mal Option. Also, ne? Natürlich doch Florian. Ja. Also, wenn der Typ dann einkracht, dann mach ich mich schlapp. Wie was? Ich was mache? Wenn du ein Table Dance machst und der Tisch kracht zusammen, ich lach mich dann so. Nee, keine Sorge, was mein ich. Er strengt sich an, er nimmt einen stabilen Tisch. Ja. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. So, tschüss zusammen.